Was ist das Besondere an Projekt Exchange? Man könnte meinen, ein Projekt, wo Menschen zu anderen Menschen gehen und mit diesen Menschen sprechen, sei ein eher banales Projekt. Zugegeben, die Idee ist recht einfach, aber wie wir wissen aus Erfahrung, sind oft die einfachsten Ideen und die einfachsten Projekte die besten. Fakt ist, vorher hat das niemand gemacht. Seit es Projekt Exchange gibt, passiert dies. Was passiert? Es gehen Menschen mit Migrationshintergrund zu anderen Menschen, in diesem Fall meistens Schulklassen oder sonstige Jugendgruppen, und erzählen diesen jungen Menschen über ihre Geschichte, wie das Leben als Migrant ist, sowohl außerhalb Österreichs als auch in Österreich, was man für Erlebnisse hat, schöne und auch weniger schöne, wie das Essen in der Heimat ist, wie die Heimat ansonsten aussieht und so weiter und so weiter. Das Besondere für mich daran ist nicht, dass hier Menschen mit Menschen sprechen, sondern dass hier Verständnis geweckt wird. Verständnis auf eine Weise geweckt wird, die man sonst nicht haben kann, außer im persönlichen Kontakt. Jugendliche haben hier die Möglichkeit, Erfahrungen zum Angreifen sozusagen serviert zu bekommen. Nicht aus Büchern, nicht aus dem Fernsehen, auch nicht aus dem Computer, sondern live und unverfälscht. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sie haben auch die Möglichkeit, manches kritisch zu hinterfragen, was ihnen da geboten wird. Was ich besonders wichtig finde, ist natürlich, dass hier eine Möglichkeit besteht, sich in den anderen hineinzuversetzen. Auch das ist hauptsächlich dann möglich, wenn man jemanden vor sich hat und dessen Perspektive und dessen Geschichte hautnah erleben kann. Ich finde es besonders wichtig, wenn man Migration verstehen möchte, dass man die Chance bekommt, sich in Migranten hineinzuversetzen und in deren Leben hineinzuversetzen, in deren Geschichte hineinzuversetzen. Das ist keine einfache Sache und es erfordert auf beiden Seiten einiges an Verständnis, aber ich finde es unerhört wichtig dafür, was wir erreichen wollen, nämlich gegenseitiges besseres Verständnis, das Bewusstsein dafür, dass man auch als Migrant in Österreich eine Chance hat und die Einsicht in die Bedürfnisse und auch die Gefühlswelt und die Lebenswelten von Migranten, die der durchschnittliche Österreicher sonst nicht bekommt. Das alles gegenüber einer Zielgruppe, junge Menschen, die besonders gut sich als Multiplikatoren eignet und die daher dazu beitragen kann, das Zusammenleben in Österreich in Zukunft besser zu gestalten. Das ist für mich das Besondere.